Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch das Aufgebraucht-Video aus dem Monat Januar 2023 für euch. Ja, meine Kiste ist auf jeden Fall voll. Ich habe auf jeden Fall einiges leer gemacht. Natürlich ist hier wieder nicht alles drin, weil ich sammle ja auch die Sachen aus den Beautyboxen, die ich aufgebraucht habe, immer noch für ein separates Video. Da kam jetzt vor kurzem auch der erste Teil online. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Fangen wir erstmal mit unspektakulären Sachen an. Und zwar haben wir hier als erstes, das ist so eine Aufbewahrung, und zwar waren das Pflegetücher, also für meine Tochter. Genau, die sind von Rossmann, von Baby Dream, da waren 70 Tücher drin. Ja, die nehme ich halt einfach, um, wenn ich Feuchttücher dann benutzt habe, nochmal nachzutrocknen. Fand ich ganz süß so, dass man das halt so hinstellen konnte. Ja, die haben halt gemacht, was sie sollten. Und dann habe ich hier auch noch zwei weitere. Einmal auch von Rossmann, auch von Baby Love. Das war diese 25. Geburtstagsedition. Das waren halt jetzt dann diese länglichen Packungen. Fand ich auch gut. Ich kaufe hier auch immer wieder nach von Rossmann. Und dann habe ich hier noch welche von DM, von Baby Love. Genau, und die Verpackung ist auch richtig, richtig schön gewesen. Auch richtig dekorativ. Da kann man das hier theoretisch auch immer abmachen und würde halt sehen, wie viele Tücher noch drin sind. Und die von DM, muss ich sagen, sind sogar noch weicher als die von Rossmann. Aber ich komme halt nie zu DM wirklich. Deswegen kaufe ich dann immer die von Rossmann nach. Ja. Dann haben wir hier eine Seife von Today. Die gibt es bei Rewe. Cremeseife Mandelmilch mit Milchprotein und Mandelextrakt. Ja, die hat ganz gut gerochen, die hat gereinigt. Ich finde halt nur ein bisschen blöd, weil hier ist jetzt noch ein ganz kleines bisschen drin, aber das hat man halt dann nicht mehr rausbekommen. Aber fand ich auf jeden Fall gut, die würde ich auch nachkaufen. Dann von Action eine Lippenmaske, die Gold Lip Mask. Genau, die war halt, ja, habe ich hinten auch drauf geschrieben, sie war okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber ja, sie hat okay gepflegt, aber da hätte ich auch einfach ein Lippenpflegestift nehmen können, das hätte den gleichen Effekt gemacht. Also es war jetzt nicht überragend, sodass ich sagen muss, oh mein Gott, richtig gute Pflege. Also es war nur mal so zum Spaß. Da hatte ich mir auch nur eine von mitgenommen mal. Würde ich mir so auch nicht nachkaufen. Also brauche ich einfach nicht. Genau, dann haben wir hier eine Kerze. Die ist relativ gut abgebrannt. Ich glaube, die wäre auch noch ganz abgebrannt, wenn ich nicht dann, also ich bin dann halt ins Bett gegangen und dann musste ich sie halt ausmachen und dann ging sie halt dann nicht mehr an. Genau, die war von Glade und zwar war das die, also Airwick mit dem Duft nach warmen Vanilleplätzchen und die hat auch wirklich gut gerochen. Die hat auch den Raum erfüllt, also die fand ich richtig, richtig gut. Ich habe auch noch welche von Glade da, die kaufe ich immer sehr gerne. Dann haben wir Wattepads und zwar von Ebelin, also DM. Ja, die ganz normalen, 100% Baumwolle. Ja, weich und fusselfrei ist, ja, weich, ja, fusselfrei. Das hätten sie sich sparen können, das da drauf zu schreiben, weil die fusseln unnormal. Also die von Rossmann, die mag ich lieber, weil die fusseln nicht so. Also deswegen, die würde ich auf jeden Fall erstmal nicht nachkaufen. Da gibt es deutlich bessere, die nicht so fusseln. Dann noch was Unspektakuläres, da haben wir hier einmal Spülmittel, also Fit, das Original, genau, stark gegen Fett, ja, es macht halt gut sauber, aber wir benutzen Spülmittel eigentlich nur für, ja, die Milchflaschen, also die Flaschen von meiner Tochter, genau, deswegen, ja, da kann man halt dann nicht so viel zu sagen, weil da ist ja kein Fett oder so dran, das ist ja wirklich nur die Rückstände von dem Milchpulver und so. Deswegen, aber ich finde es gut, das kaufen meine Eltern auch schon seit Jahren. Also das ist so ein All-Time-Favorite, sage ich mal. Dann haben wir hier Waschmittel von Denkmit und zwar das Vollwaschmittel in Flüssig für ein strahlendes Weiß mit einer Flecklöseformel, Anti-Grau-Effekt. Ja, genau. Das war ganz okay, hat ganz gut gerochen, sollte für 20 Waschladungen reichen. Ja, der Duft war auf jeden Fall wirklich gut. Also hat mir gut gefallen. Würde ich nachkaufen, wenn ich mal wieder zu DM komme. Genau, dann haben wir hier etwas und zwar von Tracklemoon.
ein Duschgel und zwar das Orange Secret. Ja, 500 Milliliter. Ich habe es ein paar Mal benutzt. Ich habe es dann ehrlicherweise weggekippt, weil das schon richtig muffig gerochen hat. Weil ich glaube, das war einfach schon zu lange offen. Also ich hatte es davor noch nicht benutzt, aber ich hatte halt mal dran gerochen, als ich es bekommen hatte. Das war mal vor Jahren irgendwo mit drinne. Deswegen habe ich es jetzt auch nicht in die Beautyboxen aufgebraucht, sondern hier reingetan, weil das muss jetzt echt weg. Das ist einfach, das hat wirklich nach richtig muffiger Orange gerochen. Das war echt nicht schön. Das wollte ich auch weder für meine Pinsel noch als Handseife nehmen, weil der Geruch einfach gar nicht mehr ging. Ja, aber selbst wenn es das noch geben würde, würde ich es nicht nachkaufen, weil ich mag keinen Orangenduft. Genau, dann haben wir auch noch einen Weichspüler von Denk mit von DM. Himmlische Frische. Genau, der war okay. Hatte ganz okay gerochen auch. Ja, aber was ich da bemängeln muss, ist, dass der sehr, sehr, sehr flüssig war. Und ja, mag ich jetzt nicht so, wenn der so flüssig ist, weil dann hat man mal schnell zu viel in den Deckel gekippt und ja, deswegen. Also lang gehalten hat er trotzdem, aber würde ich so jetzt erstmal nicht nachkaufen, weil ich halt die Konsistenz davon nicht so mochte. Dann noch eine Seife und zwar von Isana, die Cremeseife Christmas Feelings. Die war richtig gut. Die hat wirklich wie frische Spekulatius gerochen. Also wirklich überhaupt nicht künstlich, überhaupt nicht aufdringlich, sondern wirklich nach Spekulatius. Also die fand ich richtig, richtig gut. Hat die Hände auch gut gereinigt und der Duft, allein wegen dem Duft würde ich die einfach jedes Jahr kaufen, wenn es sie nochmal geben würde, nächstes Jahr oder so. Große Empfehlung auf jeden Fall. Dann haben wir hier ein Duschpeeling, auch von Jekyll Moon. Winter Fairy Tale mit Aprikosenkern als Peelingpartikel. Ja, mit Shea Butter, Macadamia Vanilleduft. Der Duft war auch wirklich okay. Ja, war angenehm. Aber ja, ich weiß nicht. Also, ich mache immer wieder den Fehler, dass ich mir Jekyll Moon Peelings kaufe. Obwohl ich eigentlich weiß, dass ich sie nicht gut finde. Weil mir das einfach zu wenig peelt. Also das sind wirklich so sanfte Peelingpartikel, da kann ich es eigentlich halt auch gleich sein lassen. Aber die Düfte, die ziehen mich halt immer wieder dahin, ne? Aber naja, ich würde es mir auf jeden Fall nicht nachkaufen. Wahrscheinlich halte ich euch irgendwann wieder eins in der Kamera, aber prinzipiell müsste ich sie nicht haben. Dann habe ich eine Crememaske von Schebensleer gemacht und zwar die Feuchtigkeitsmaske mit Sofort 48-Stunden-Effekt, milder Trockenheitsfältchen, spendet langanhaltende Feuchtigkeit mit Gurke, Heilwasser und Aloe Vera. Genau, ich fand die ganz gut. Vom Duft her war sie auch, also erträglich, weil manche Crememasken, die riechen ja wirklich schon sehr aufdringlich, aber die war wirklich gut. Habe ich mir auch hinten drauf geschrieben, gute Pflege, also die hat mir wirklich gut gefallen. Die würde ich auch nochmal kaufen, aber ich habe sie auch nochmal im Backup, deswegen bin ich da erstmal noch versorgt. Ja, von Kaufland wieder die Slip-Einlagen und zwar die Ultrabinden mit Hygiene, ohne Hygieneflügel, also ohne Flügel, genau, in normal, 20 Stück, atmungsaktiv, ja, machen was sie sollen, was soll ich sagen, die nehme ich halt immer irgendwie damit, wo ich halt gerade bin, da muss ich jetzt nicht irgendwas Bestimmtes haben. Dann noch ein Duschgel aufgebraucht und zwar von Nivea Winter Moment mit Kakao und Macadamiaöl. Ja, die war noch von letztem Jahr. Ja, aber den Duft mochte ich jetzt irgendwie nicht so. Das war irgendwie so ein säuerlicher Geruch. Irgendwie so, ja, so total sauer halt irgendwie. Also, die ist nicht gekippt oder so, sondern ich glaube, das ist einfach. Ja, ich weiß nicht. Das ist so ein komischer Kakaoduft. Also, manche Duschen. Da habe ich jetzt gerade eine in der Dusche, die riecht wirklich richtig gut und lecker nach Kakao. Aber das ist irgendwie so ein säuerlicher Kakaoduft und der entsteht irgendwie schnell. Den haben viele Produkte. Ich weiß nicht. Also würde ich mir auf jeden Fall nicht nachkaufen. Hat aber gut gereinigt und ja, aber wie gesagt, der Duft, der ist halt maßgebend dafür, dass ich es mir nicht kaufen würde. So, jetzt haben wir hier noch ganz viele Feuchttücher. Genau, das sind wieder diese Disney-Versionen. Einmal Dumbo, einmal Winnie Pooh von Mama Bär, von Amazon sind die. Ultrasensitiv, genau, da sind immer 60 Stück drin. Ja, die waren ganz okay. Gehen aber immer ein bisschen blöd aus der Packung raus. Die bleiben immer richtig oft,
Also man zieht eins raus und dann muss man halt wieder erst rumwurschteln in der Packung, dass man halt den Anfang vom nächsten wieder findet. Aber ich fand sie gut, aber die sind jetzt auch leer und ja, da muss ich erstmal schauen, ob ich die nochmal nachbestellen würde. Aber an sich kann man damit eigentlich nichts falsch machen. Dann noch eine Packung von denen, die ich davor hatte, auch von Mama Bär. Das waren dann die mit 99% Wasser. Die waren auch richtig gut, also aber selbes Problem. Die bleiben halt dann immer, nach einem ist dann immer Schluss und dann muss man wieder den Anfang suchen. Aber gut fand ich sie trotzdem und meine Tochter hat sie auch sehr gut vertragen. Genau, dann habe ich hier welche Sensilind und zwar sind die aus der Apotheke. Die hat meine Oma mir gegeben für die Kleine. Das sind auch so sensitiv Feuchttücher. Genau, ja, die sind auch super. Und dadurch, dass die halt hier diesen coolen Verschluss haben, trocknen die halt weder aus und die haben auch nicht das Problem gehabt, dass man eins rauszieht und dann muss man erst den Anfang wieder suchen. Also die gingen wirklich am Stück gut alle raus. Also die würde ich auf jeden Fall nochmal verwenden, aber sie sind halt auch teurer. Und dann habe ich hier noch zwei Packungen von den aktuellen, die wir gerade benutzen. Das sind von Pampers die Sensitiv-Feuchttücher. Genau, mit 0% Parfüm und Alkohol. Genau, da sind dann jeweils 80 Tücher drin. Und bei denen muss ich sagen, die sind unglaublich nass. Also je weiter runter man da kommt, also je weniger Tücher nur noch drin sind, desto nasser sind die. Also die triefen wirklich zum Teil richtig. Also da braucht man sich auf jeden Fall keine Sorgen machen, dass die austrocknen. Also ich finde sie eigentlich ganz gut. Und meine Tochter verträgt die auch super. Also die würde ich bestimmt nochmal nachkaufen. Dann haben wir hier feuchtes Toilettenpapier von Ja, also von Rewe mit Kamille. Ja, das macht auch, was es soll. Mehr kann man dazu auch nicht sagen, aber die trocknen schnell aus. Und hier reißen die auch schnell, deswegen würde ich die nicht nachkaufen. Dann ein Produkt, was ich aus einem Tauschpaket habe, Spa Moments Natural Spirit. Ich weiß nicht, ob das Lidl ist oder Action, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein Duschöl gewesen. Ich halte mir drauf, verwöhne Haut und Sinne. Da könnten sie eher drauf schreiben, verwöhne Fell und Pfoten, weil das hat sowas von nach nassem Hund gerochen. Also das war wirklich richtig widerlich. Ich bin auch einfach nur froh, dass das leer ist. Würde ich mir im Leben nicht nachkaufen. Und das ist jetzt das zweite Duschöl, das ich in meinem Leben benutze. Und das erste, was ich mal hatte, das war von Richards. Das hat auch richtig muffig gerochen. Aber das hier, das hat wirklich original nach nassem Hund gerochen. Richtig eklig einfach. Nur absolute Nicht-Empfehlung. Dann haben wir hier ein Klohängerchen. WC frisch, blau, Kraft aktiv. Ozeanfrische, ja, die machen halt, was sie sollen. Ich brauche das einfach auch fürs Feeling und es sieht irgendwie auch immer sauberer aus, wenn das Toilettenwasser blau gefärbt ist. Deswegen kaufe ich die immer wieder nach, wenn sie im Angebot sind. Dann haben wir von Riva Loves Me ein Setting Spray. Verlängert die Haltbarkeit von Make-up. Ja, das war auch wirklich gut. Ich weiß gar nicht, ob hier jetzt noch was rauskommt. Ja, so ein bisschen. Also der Sprühstoß war schon dolle. Man hatte dann auch Tröpfchen auf dem Gesicht, aber ich habe das dann immer mit einem Beauty-Schwamm halt dann nochmal eingearbeitet. Und dann ist das alles richtig schön miteinander verschmolzen. Also auch die Puderprodukte, also Blush, Highlighter etc. mit dem Make-up. Also ich fand es wirklich gut. Würde ich nachkaufen. Ist auch echt nicht teuer. Dann eine Tuchmaske nochmal aus dem Action. Habe ich aus dem Trashy rausgenommen mal. Grapefruit, ja, sollte halt Feuchtigkeit spenden, habe ich mir jetzt nichts drauf geschrieben, aber die war so durchschnittlich. Also sie war okay, hat Feuchtigkeit gespendet. Geruchsmäßig war sie auch okay und nicht zu aufdringlich, weil manchmal mag ich Grapefruit-Duft nicht. Ja, ich fand sie okay, würde ich nachkaufen. Dann haben wir noch ein Duschprodukt und zwar von Bilou Heaven Shake. Das war in diesem kleinen Geschenkset, wo mehrere Duschschäume drin waren. Und das war überhaupt nicht mein Duft. Das fand ich auch total eklig. Irgendwie so geekig süß und sowas von künstlich. Also das war gar nicht meins. Das würde ich mir auf jeden Fall nicht nachkaufen. Dann haben wir noch eine Kerze und zwar von Livano Home. Das ist vom Lidl gewesen und zwar roch die nach gebrannten Mandeln. Die ist so, abgebrannt.
Aber ihr seht ja, der Docht hat es auch dann schon erlebt gehabt. Ein bisschen ist halt noch drin. Aber die hat so gut gerochen, wirklich wie auf dem Weihnachtsmarkt hat das gerochen hier. Und da war auch wirklich der ganze Raum davon erfüllt. Also das war der absolute Hammer. Die würde ich auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Dann machen wir auch gleich noch die andere Kerze und zwar von Profissimo, die nordische Blaubeere. Ja, die ist eigentlich ganz gut abgebrannt. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ja, der Duft war an sich gut, aber der hat davon war im Raum halt nichts wahrnehmbar. Also die müsste ich jetzt nicht nochmal haben. Dann auch von DM Denk mit, Allzwecktücher. Und zwar die mit Koriander und grünem Tee. Und die haben so gut gerochen. Das war wirklich der reinste Wahnsinn. Es war ja diese Limited Editions, wo es die dann auch in diesen Boxen gab. Die Boxen habe ich auch noch da, die verwende ich halt jetzt immer wieder für diese Tücher. Also die haben mir richtig gut gefallen. Also wenn ich kaufe mir ja immer wieder diese Duftedition davon und ich brauche auch ab und zu schon mal welche davon halt, weil ja, mit Baby hat man halt öfters mal irgendwo Dreck, wo man dann mal schnell hinwischen muss. Ja, also ich finde die richtig gut. Dann ist meine Sprühkohle gegangen und zwar war das von Gliscor die verführerische Lang Express Repair Spülung. Die fand ich richtig gut. Also der Duft war toll. Ja, der Duft war richtig gut und meine Haare waren dadurch halt richtig schön kämmbar und geschmeidig und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Die habe ich auch noch einmal im Backup und die Sprühkohlen von Gliscor, die würde ich immer wieder nachkaufen, egal in welcher Sorte. Dann von Isana die Augenpads Stars. Ja, vitalisierend und glättend mit Kollagen und Panthenol. Ihr seht ja hier, wie die aussahen. Die hat so eine Sternschnuppenform und das waren, glaube ich, die schlechtesten Augenpads, die ich je hatte, weil die waren total trocken. Und ich habe die aufgelegt und so wie ich sie aufgelegt habe, sind sie auch direkt wieder vom Gesicht gefallen. Also die haben überhaupt nicht gehalten, weil die halt auch so trocken waren. Haben dementsprechend auch keinen Effekt gemacht. Die würde ich auf jeden Fall nicht nachkaufen. Dann gilt als aufgebraucht, ja, der ist jetzt noch dreckig, mein Beauty-Schwamm. Und zwar ist das der von Real Techniques. Ja, der ist, hat halt jetzt auch Risse hier und ja, der hat es einfach schon erlebt. Genau, der wird dann auch entsorgt. Dann haben wir hier eine Zahnpasta und zwar von Sensodyne. Die Sensitiv mit Fluorid. Genau. Die finde ich einfach auch gut, weil ich habe auch Zahnfleischprobleme und empfindliche Zähne, also gegen Hitze und Kälte. Deswegen fand ich die echt super. Die würde ich auch nachkaufen. Dann noch ein Duschprodukt von Bilou, ein Duschschaum Magic Flower. Den wiederum fand ich gut. Der hat richtig schön blumig, angenehm gerochen. Also den würde ich auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Noch eine Tuchmaske von Action und zwar die Parrot Love Face Sheet Mask. Genau. Die sollte klärend sein. Ja, ich fand die ganz okay. Aber jetzt nicht, hatte jetzt keinen nennenswerten Effekt, wo ich jetzt sagen muss, das ist mir besonders aufgefallen. Außer, dass die Klärenden immer nicht so gut riechen. Ja, die hat halt auch nicht so gut gerochen. Aber naja, das muss man halt dann abkönnen für die paar Minuten. Genau, dann habe ich gerade gesehen, habe ich hier noch eine Tüte mit Bambi vergessen, aber da hatte ich ja schon was zu gesagt. Dann haben wir noch ein Shampoo leer gemacht und zwar von Dove. Das tägliche Feuchtigkeitsshampoo, 2-in-1 Shampoo und Spülung für normales bis trockenes Haar. Ich habe trotzdem immer eine Spülung benutzt. Ja, ich fand es ganz gut. Es hat auf jeden Fall richtig gut gerochen, die Haare gut gereinigt und die Haare haben auch nicht schnell nachgefettet. Also ich fand es wirklich gut, würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Dann eine Mascara von Trend It Up und zwar die The Long Lash Mascara. Genau. Da sagen ja viele, also viele mögen die gar nicht. Das Bürstchen ist halt so tannenbaumförmig, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, aber ich fand die wirklich gut. Also die hat meine Wimpern schön getrennt, Länge gegeben und trotzdem halt auch Volumen. Also ich fand die toll. Ich würde die mir auf jeden Fall nochmal wieder kaufen. Ja. Dann haben wir aber auch noch ein dekoratives Produkt, was ein Flop war, und zwar von Rivale Loop, der Super Slim Eyebrow Pen in der Farbe 03 Peanut. Der war halt
super dünn und ich dachte halt am Anfang, dass der halt so ist wie der von Catrice, weil das ist nämlich mein liebster, dieser Ultra Slimmatic Eyebrow Pen. Ja, aber der war furchtbar. Also der war irgendwie so hart. Der hat dann irgendwann gar keine Farbe mehr abgegeben. Und dann war meine ganze Augenbraue rot, weil man halt so doll aufdrücken musste. Und trotzdem gab es keine Farbe ab. Und ich weiß nicht, der war irgendwie total schlecht. Den würde ich mir auf jeden Fall nicht nachkaufen. Noch ein Duschprodukt und zwar Tee bei TT Sept. Hallo Winterliebe. Vanille und Kokosbutter. Also die hat auf jeden Fall gut gerochen. Ja, den Duft mochte ich wirklich. Sehr schön vanillig, cremig. Ja, und man war danach auch wirklich wie eingecremt. Also das muss ich ja wirklich sagen. Das war wirklich sehr pflegend auch. Das hatte ich so extrem jetzt auch noch nicht bei einer Dusche, außer bei den Darf-Duschen. Also die fand ich auf jeden Fall richtig gut und mein Freund mochte die auch sehr gerne. Ja, dann haben wir hier nochmal die Sensodyne, die ist nochmal leer gegangen. Dann haben wir hier noch eine kleine Mascara und zwar von MAC, die Upward Lash. Die habe ich auch mal aus dem Trashy genommen. Und zwar ist das wirklich hier nur so eine kleine gewesen. Aber die war perfekt halt für die unteren Wimpern. Aber die ist halt jetzt auch dann leer und eingetrocknet. Also die war aber richtig gut dafür. Die hat ihren Job richtig gut gemacht. Dann haben wir noch ein Produkt, das habe ich aus dem Tauschpaket vor kurzem bekommen. Die Balea Maske Berry Smoothie. Die war aber schon, ja, sind wir mal ehrlich, seit 2 Jahren abgelaufen. Ich habe es trotzdem gemacht, mutig wie ich bin. Ja. Okay, nee, ich habe sie aus dem Trashy genommen. Okay. Doch kein Tauschpaket. Ich habe sie aus dem Trashy genommen. Auf jeden Fall hat die wirklich richtig nach alter Kosmetik gerochen. Und hat halt logischerweise überhaupt keinen Effekt mehr gemacht. Also ich habe zum Glück keine Picke oder Ausschlag davon bekommen. Aber ja, die war einfach schon hin zum Herrn, sage ich mal. Und als letztes Produkt habe ich noch einen Concealer leer gemacht von Essence. Den Camouflage Full Coverage Concealer. Ja, den hatte ich dann auch ausgekratzt. Also ihr könnt sehen, der ist wirklich, da ist nichts mehr zu holen. Genau, ich fand ihn ganz okay. Es war in der Farbe 05 Ivory. Ich weiß auch gar nicht, ob es den noch gibt. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, ich fand ihn ganz okay, aber er ist halt ab und zu schon in die Fältchen gekrochen und war halt irgendwie sehr trocken von der Konsistenz. Deswegen würde ich ihn mir nicht nachkaufen. Genau, und das waren auch schon meine aufgebrauchten Produkte aus dem Januar. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.